So, ahoi meine lieben Sidkas hier. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor. Und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Es geht immer noch nicht wirklich besser. So, aber ich tue, was ich kann. Und mal gucken, ich muss da hoch. Ich glaube, ich muss das vom Seil aus darüber springen. Versuchen wir es mal. Das war schon mal. Das war auch knapp. Ist hier an der Wand noch irgendwas, wo ich laufen kann? Nein. Boah, ich komme da nicht ran. Das ist zu weit. Oh, ich hasse das. Ich sehe das doch hier. Wer findet hier so eine scheiß Level-Design? Das wird nichts. Warte mal, ich versuche noch ihn mal. Vielleicht muss ich vorher laufen. Nee, du fliegst da nicht schneller. Nein, klappt nicht. Oh, das ist doch scheiße so. Ist hier irgendwo ein Vogel, mit dem ich hierher fliegen kann? Mann. Das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Du bist ja auch nicht von oben runtergefallen irgendwie. Scheißdreck. Das Imperium hat die Fährte aufgenommen. Ja, am Arsch. Ich will das Dings da sammeln. Ich verzögere ihr Fortkommen. Wir treffen uns in der Nähe des Tempels. Ja, ja. Mach mal. Na los, dann treffen wir uns. Wo willst du denn jetzt hin? Bleibst du hier einfach stehen oder was? Kann ich denn hier mit irgendwas anfangen? Nicht wirklich. Was macht sie denn jetzt hier? Hey Maren! Pass auf dich auf. Ich übernehme das Aufpassen, Kerl. Jetzt sind's wieder nur wir beide, Kumpel. Okay. Ja, genau. Da oben ist eine Höhle. Oh, hier kann ich was... Hä? Willkommen, Reisender. Ob schon deine Reise vor langer Zeit begann. So, was steht da? Eine alte Inschrift heißt Reisender am Anfang des Pilgerpfades willkommen. Der blöde Stuhl hier rutscht nicht richtig. Einem alten Weg für alle, die sich der Verehrung der Macht verschrieben haben. Na, dann wollen wir mal. So, da ist noch eine rote Tür, das heißt, da kommen wir nicht durch. Können wir da oben. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ja, klappt alles nicht. Klappt alles nicht. So, dann folgen wir dem Weg. Was sollen wir sonst machen? Da oben hängt ein Seil. Wer weiß, wofür es gut ist. Dann müssen wir von oben frei machen. Kommen wir hier unten. Eine Werkbank.
Schön. So, was ist hier für ein Brett? Da ist hier so eine Platte eingebaut. Na gut, so. Der einzige Weg, den ich habe, geht hier rein. Na dann mal los. Arena Kampf. Dieses Biest sieht hungrig aus. So, das habe ich doch gar nicht mal so schlecht gemacht, oder? Also, solche Kämpfe habe ich schon schlechter abgeschlossen. So, haben wir hier noch irgendwo was? Da oben. Da können wir laufen, von da aus. Passiert noch nichts. Da. Und jetzt können wir da auch nicht ranklettern. Natürlich nicht. Wie soll ich denn da jetzt rankommen? Ich hab doch hier... nichts. Drei? Ah. Da können wir ein Tor aufmachen. Aber wo tun wir den hin? Da komme ich nicht rein. Ach, ich hasse diese Kackrätsel. Da bin ich doch wieder zu blöde für hier. Vor allem, weil hier wieder kein Stecker ist. Wo das Ding ran muss. Aber das Tor geht langsam zu. Vielleicht kann man das hier schaffen. Der müsste irgendwie dazwischen, ne? Okay. Gut, das haben wir geschafft. Wir versuchen erstmal da hoch. Sitzen Kanten, wo man dran klettern kann. Na, wie uncool. Nee. Gut, dann mal da rein. So, jetzt kommen wir hier hoch. Pass auf, dass du hier nichts berührst. Scan das mal. Hingabe bis zuletzt. Aber für welche Sache? Die Hüter des Tempels of Jeddah bleiben auch nach ihrem Tod wachsam. Ja.
auch so ein Vieh an der Wand. Die Frage ist, finde ich hier irgendwo einen Platz für den Stecker? Da ist der nächste. Diese Viecher hier an der Wand. Was haben wir da? So, das ist der nächste. Oh. So, was haben wir hier Schönes? Okay, hier war bloß eine Schriftrolle oder was hat man hier gefunden? Und jetzt kann ich ja hier. Ich kann ihn gar nicht mehr greifen. Okay, dann wäre das Rätsel zumindest gelöst. So, hier oben scheint nichts weiter zu sein, also müssen wir. Und da wird der nichts. Oh! Hier. Okay. Abkürzung freigeschaltet. Und jetzt? Und ich könnte da raufspringen. Und da bin ich gekommen. Wo soll ich jetzt hin? Eigentlich geht ja bloß da rauf, oder? Alles gut gegangen. Ja, aber jetzt? Ist das eine Kante, an der ich klettern kann? Natürlich nicht. Oder muss ich hier über die Dingens springen? Ach, ich weiß auch nicht. So, hier nochmal hoch. Ich meine, ich könnte auch versuchen, darüber zu springen und dann daran. Das ist vielleicht die richtige Lösung. Schriftrolle. Das hat BD. Scan mal. Hallo. Ja, was denn? Ja, wup, wup. Oh, ich hasse dieses Rumgeglitsche hier.
Ja, ich will ja... Eine Karte der Region. Mann. Die Pilgerzuflucht ist auf der anderen Seite der... Eine rudimentäre Karte des strengen Pilgerweges, gekennzeichnet mit verschiedenen Symbolen und interessanten Orten, sowohl bekannten als auch unbekannten. Okay. Was wohl diese anderen Markierungen bedeuten? Warum kann ich da an der Wand laufen? Und... Guck mal, hier kann ich hoch. Oben oder unten lang? Bereit machen, BD! Erinnert dich das auch an Sepho? Da oben ist ein Speicherpunkt, jetzt sagt die Uhr. Wir haben noch Zeit. Ich glaube, dann gehen wir erstmal unten lang. Oh, hier unten ist der Ampengang. Aha. Ach so. Alles klar. Gut. Ich muss da oben lang. Aber da hinten an das Ding komme ich noch nicht ran. Na gut. So, dann können wir hier wieder hochgehen. Okay, so, dann hier weiter. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ganz viel Wind in der Schlucht. Der mich ablenkt. Aber wo soll ich denn jetzt weiter? Hier runter kann ja jetzt nicht richtig sein. Ach, da hochklettern. Haha. Folgen wir mal hier dem Weg. Ah ja. Keine Chance. Es ist zu windig. Oh, guck mal hier. Hast du sowas schon mal gehört? Klingt fast wie Musik. Und jetzt ist der Wind da drin weg, oder was? Schau mal. Jawohl, da ist der Wind weg. Aber da hinten sind Imperiale, natürlich. Ich muss mich konzentrieren. Genau, ich muss hier blöd durch die Gegend rennen und hüpfen und springen und Rätsel lösen. Und die können hier einfach so herkommen. Oh. Meine Reise endet hier. Vielleicht kann ein anderer Reisender auf seinem Pfad etwas damit anfangen. Nicht jeder ist stark genug, um die Reise auf sich zu nehmen, ne? Der Pilgerweg ist eine Prüfung des Durchhaltevermögens. Und viele haben sein Ende nicht erreicht. Okay, dann geht's da weiter, oder? Na, dann mal los. Was soll das Schatten denn etwa eintreffen? Das hasse ich. Ich fühle mich nicht besonders. Mann! Holen wir ihn uns. Okay. Hab ich das im Griff? Ich hab den Griff. Sie haben auf ein Shuttle gewartet. Es kommen also noch mehr. Mhm. Oh.
Da ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ja, da läuft der Ventilator aber. Das Ding macht irgendwie den... Das Musikding macht den Wind weg. Gucken wir erstmal hier runter, ob wir hier noch irgendwo was anfangen können. Hier geht der Weg weiter runter. Schau mal. Bis jetzt kommen wir hier lang. Ja. Was für Pilger kommen überhaupt so weit raus? Stell dir vor, diese Stürme zu durchqueren, nur um einen sicheren Ort zu finden. Ja, eine Zuflucht ist wohl unbezahlbar. Hä? Alter, wo geht's denn jetzt weiter? Okay, also das funktioniert so nicht. Ich muss dann da nämlich spätestens springen. Also wir müssen irgendwas mit dem Musikding machen. Glaube ich. Vielleicht kann man den ja von dieser Seite hier irgendwo hinziehen. Schubsen. Nein. Ich kann an dem Ding auch nicht klettern. Den Berg noch mal genau an. Kann ich hier irgendwo was machen? Geht's ja nicht wirklich, oder? Nee. Ich dachte, vielleicht kann ich an die Wand da hinten springen. Soll das jetzt hier weitergehen? Da unten kann ich klettern vielleicht. Warte mal. Wenn ich einfach mal hier runterrutsche. Jawohl.
alles klar. Maren sagte, das wäre der Weg zu einem Hintereingang, oder? Hoffentlich findet sie einen anderen Weg für diese Flüchtlinge. Sie haben genug durchgemacht. So, jetzt können wir hier hoch. Ah, das habe ich nicht gesehen. So, jetzt sind wir hier oben. Und jetzt können wir den ja nämlich rausziehen. Das sollte uns ein wenig Deckung verschaffen. Und jetzt? Wofür ist das gut? Kann ich klettern? Das muss der Rückweg hier, oder? Halt, willst du nach unten weiter? Vorher gucken. Nee. Hier ist immer noch windig. Hier nochmal rüber. Nicht wirklich viel weiter. Oh, das war knapp. Okay, so, da gehe ich jetzt diesmal nicht wieder lang, sondern wo gehe ich denn lang? Da drauf? Ah. Hä, wo geht's denn dann weiter? Komm ich hier hoch? Yippie! Wo soll ich denn jetzt weiter? Warum ist da das Ding dran? Hab ich da drunter geklettert? Nee. Aber was soll ich denn hier? Darüber springen. Nein. Da komme ich runter. Ach nee, da bin ich hochgekommen. Hä, ich verstehe es nicht. Wo soll ich denn jetzt hier weiterlaufen? Och Mann, ey. Level-Design. Es ist ein Traum. Wieso kann ich da rüber? Da kann ich doch bloß da unten hin. Aber da unten, das hilft mir doch gar nicht weiter. Gehen wir mal runter. So, da drüben komme ich nicht hin. Hier. Das ist keine Lücke, durch die ich mich durchdringen kann. Alter, wo geht das jetzt hier weiter? Willst du mich verarschen oder was?
Warte mal, das grüne Ding da oben dreht nicht mehr, ne? Vielleicht geht's da weiter. Moment. Was da? Da oben ist jetzt eine Stange dran. Alles sicher. Oh. Leute. Alter. Nein. Rüber? Ja. Boah. Hörst du das? Das ist der Geist. Ganz ruhig. Das ist nur der Wind. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Diese Winde oder... Ich schwöre, wenn ich noch einmal Wüstengeist höre... Hast du das, Kumpel? Blick mal darauf! Ja, ich gewinne ich! Predator am Boden! Ich hab ihn! Ja, soll ich einen anderen abknallen lassen? Ich hab ihn! Ich kann ihn da! Hallo, schau! Okay. So, ich denke mal, da komme ich bloß von da unten wieder hoch. Oh, da ist ja noch einer. Baron war ziemlich beschäftigt. Warum hat uns das Imperium keinen Spitznamen gegeben? Aha, hier. Nehmen wir mit. Genau, da gehen wir doch mal runter. Da gibt es noch was zu holen. Okay, so, hier geht's weiter. Die halbe Stunde ist rum, wann kommt hier der nächste Speicherpunkt? Wir müssen die Folge beenden. Aber ich will heute auch bloß eine aufnehmen, weil mein Hals immer noch sehr, sehr kratzig ist. Gerade herkommen, oder? Oh, ja. Da bin ich ein Trottel. Dann los. Aha. Und jetzt können wir hier eine Abkürzung freischalten. Na, wie schön. Ja, definitiv Marins Werk. Ich hüpfe doch hier schon. Oh. Die Sturmtruppler waren auf diese Bedingungen nicht vorbereitet. Und es schadet nicht, einen Wüstengeist auf unserer Seite zu haben. Vielleicht dreht sich der Wind ja ausnahmsweise mal zu unseren Gunsten. Oh, jetzt will ich hier beinahe runtergelaufen, ich Trottel. So, hier brennt es ein bisschen. Wir gucken kurz auf die Map, da sehen wir es besser, ob da was ist. Nein, da ist... SMBD? Falscher Knopf. So, wir gucken kurz hier hinten rum, ob hier noch irgendwas ist.
Hier ist es. Ach, guck an. Freundlicherweise ist hier eine Kiste. Hier. Ein K3-Wiedergutmacher. Den kann man immer gut gebrauchen. So. Jetzt können wir hier den kurzen Weg nehmen. So, dann geht's hier weiter. Und dann können wir hier endlich wieder eine Abkürzung freischalten. Wow. Scan das mal. Schreite voran, Reisender. Tritt ein. Über den Pilgerweg verstreute Nachrichten sollten, wenn auch oftmals kryptisch, die hingebungsvolleren Reisenden ermutigen. Eintreten? Wo rein? Oh, Leute, ich muss eine Pause machen, ey. Wie weit ist denn das bis zum nächsten Speicherpunkt? Oder kommt da noch einer? Ah, los, wir rennen hier weiter. Ich habe jetzt keinen Bock, da den ganzen Weg zurückzulaufen. Warte. Ach, jetzt kommen wir hier oben rein. Oh, naja, gut. Da hätte ich natürlich lange. Kann ich denn hier ranlaufen? Und jetzt darüber. Und da ist der Speicherpunkt. Den nehmen wir auch. Was ist hier hinter? Das ist bloß ein großer Obelisk. Ach nee, oh, guck mal. Was ist das der Angler? Kann man hier nicht irgendwie zoomen? Ja, so nicht. Das ist der Angler da unten. Boah, da müssen wir rausfinden, wie wir da hinkommen. So, wo sind wir rausgekommen? Aus diesem Weg. Wo ist der Speicherpunkt? Da. Gut, den nehmen wir. Kann man. Da unten ist ja so ein Seilding. Ich hoffe, da kommen wir noch hin. Weil hier rüberspringen, das wird auch wieder nichts. Gute, liebe Leute. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ahoi und ciao, ciao.